Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal bitcointrading.de. In dem heutigen Video analysieren wir den aktuellen Ethereum US-Dollar-Chart sowie den aktuellen Ethereum Bitcoin-Chart und wir besprechen die neuesten Ethereum-News und On-Chain-Daten. Also bleibt dran, es wird wie immer sehr informativ. Wir befinden uns auf dem aktuellen Ethereum US-Dollar 4-Stunden-Chart und hier wisst ihr, konzentrieren wir uns vor allem auf diesen Abwärtschannel, der einmal dargestellt ist durch die obere schwarze Trendlinie, die hier die Tops miteinander verbindet und die untere schwarze Trendlinie, die hier die Böden miteinander verbindet. Und ihr wisst ja, wann immer wir hier in den letzten Wochen an die obere Trendlinie gelaufen sind, hat die hier als Resistance gedient und wir hatten daraufhin immer einen Ausverkauf. Allerdings haben wir es ja hier dann geschafft, am 4. Juli diesen Abwärtschannel zu brechen. Hier habe ich allerdings gesagt, ich gehe hier noch nicht long, ich warte erst auf einen Retest auf diesen Abwärtschannel und wie ihr seht, haben wir dann hier den Retest gesehen und das war dann auch hier am 6. Juli unser Long Entry. Gleichzeitig haben wir uns ja hier noch auf die 200er Durchschnittslinie hier auf dem 4-Stunden-Chart konzentriert. Der hat hier in der Vergangenheit ja auch öfters als Resistance gedient, aber wir haben es geschafft, hier dann auch am 6. Juli diese 200er Durchschnittslinie als Support zu bestätigen. Das seht ihr hier nochmal im letzten Ethereum-Video und hier haben wir dann auch gesagt, dass hier unsere Zielzone 2400 bis 2600 Dollar sind, also hier der untere Rand der grünen Box bis zu dem oberen Rand der grünen Box. Und wie ihr aktuell seht, haben wir hier genau den unteren Rand erwischt, also erreicht bei 2400 Dollar. Hier habe ich dann also meine Profite realisiert und des Weiteren haben wir auch in dem letzten Video noch hier unser Rising Wedge beobachtet, das seht ihr nochmal hier und hier habe ich ja auch gesagt, sobald ich sehe, dass hier diese untere Linie des Rising Wedge bricht, dann werde ich hier in eine Short Position wechseln, dann ist hier das technische Preis hier 2000 Dollar. Wir können jetzt hier nochmal kurz das Rising Wedge einzeichnen. Da verbinden wir hier die letzten Tiefs miteinander und auch hier oben drüber noch die letzten Hochs miteinander. Und dann seht ihr, dass wir hier ein Rising Wedge hatten und im Moment, wo eben hier dann diese untere Trendlinie gebrochen ist, bin ich short gegangen. Das ist bis zu dem aktuellen Kurs hier ein 8% Short gewesen. Bis zu dem tiefsten Punkt war das hier auch schon wieder ein 10% Short. Und hier seht ihr einfach den Vorteil, wenn man nicht nur reiner Hodler ist, sondern auch noch nebenbei tradet. Wir können hier von den steigenden Kursen und auch von den fallenden Kursen innerhalb dieser Seitwärtsphase profitieren. Das war so hier ein 10% Long und auch bis zu dem tiefsten Punkt hier ein 10% Short. Und so kann man eben trotzdem noch Profite machen, auch wenn wir hier übergeordnet in einer Seitwärtsphase sind. Aktuell seht ihr, testen wir jetzt hier nochmal die obere Trendlinie des Abwärtschannels an. Der dient jetzt hier noch etwas als Support. Ich gehe aber davon aus, dass wir hier nach einer kurzen Seitwärtsphase eher dann noch hier einen Breakout sehen werden bis 2000 Dollar und dann hier noch unser Preistarget erreichen. Und den Grund dafür sehen wir jetzt auch auf dem Tageschart. Jetzt befinden wir uns auf dem Ethereum US-Dollar Tageschart und hier seht ihr, dass wir hier immer noch ganz klar in einem Abwärtstrend sind. Denn ihr seht, sobald wir hier an die EMA Ribbons laufen, werden wir hier immer abgelehnt und haben dann hier jeweils nochmal einen Ausverkauf, so auch aktuell. Wir haben hier die EMA Ribbons nochmal angetestet und wurden dann hier nochmal ausverkauft von 2400 Dollar runter auf aktuell 2100 Dollar. Und allgemein ist es ja auch so, wenn wir unter die EMA Ribbons fallen und diese dann von unten immer wieder als Resistance antesten, ist das ein klares Zeichen für einen Abwärtstrend. In einem Aufwärtstrend sehen wir das genaue Gegenteil. Dort testen wir immer wieder die EMA Ribbons als Support auf und sehen dann die nächste Aufwärtsbewegung. Und was hier eben auch interessant ist, ihr seht, wir haben jetzt hier die 200-Tage-Durchschnittslinie bei 2000 Dollar, also dort, wo auch das technische Preis hier unser Short ist, hier als Support. Und um drüber haben wir noch die EMA Ribbons, die hier als Resistance dient. Also ihr seht, wir werden hier zusammengedrückt und drunter haben wir Support, hier um drüber haben wir Resistance und dazwischen bewegt sich momentan der Kurs. Und ich denke, dass wir hier jetzt einen Breakout sehen werden und ich rechne eher damit, dass eben der Breakout hier in die bärische Richtung ausbrechen wird, da wir eben übergeordnet hier noch in einem Abwärtstrend sind. Und sollten wir allerdings hier überraschenderweise in die bullische Richtung ausbrechen, dann hätten wir hier nochmal die Möglichkeit, bis auf 2600 Dollar anzusteigen. Ich persönlich bin hier allerdings noch bärisch eingestellt, solange wir es nicht schaffen, über die EMA Ribbons zu steigen und diese nochmal von oben als Support zu bestätigen. Erst wenn wir nochmal über die EMA Ribbons steigen und diese als Support bestätigen, erst dann denke ich, dass wir hier diesen Abwärtstrend beendet haben und dann hier nochmal einen neuen Aufwärtstrend beginnen. Allerdings denke ich noch nicht, dass wir das schon jetzt sehen werden. Ich denke, dass hier diese Konsolidierung noch einige Wochen andauern wird. Und wenn wir uns dann jetzt direkt den Wochenchart anschauen, da wisst ihr auch, hier achten wir vor allem auf die einzelnen EMAs und sollte es hier dann zu einem bullischen Breakout kommen und wir können die einzelne EMA als Support bestätigen, dann denke ich, haben wir die Möglichkeit noch auf 2700 Dollar
anzusteigen. Sollte allerdings jetzt die einzelne EMA hier versagen, also dass wir diese nicht als Support bestätigen können, sondern darunter schließen, dann denke ich, dass wir hier dann nochmal abfallen bis auf 1600 Dollar, wo also hier dann die 50er Wochen Durchschnittslinie ist. Das sage ich auch schon die ganze Zeit während der Korrektur. Hier so die 50er Weekly Moving Average ist meiner Meinung nach hier der niedrigste Punkt, zu dem wir fallen werden, denn wir sind noch nie nach einem Bull Run nochmal unter das vorherige All-Time High gefallen. Und wie ihr seht, ist hier das vorherige All-Time High bei ca. 1400 Dollar gewesen. Also ich rechne auf keinen Fall damit, dass wir nochmal unter 1400 Dollar fallen. Und insgesamt wissen wir auch ganz genau bei Ethereum, dass einfach die Sommermonate immer etwas bärischer sind. Das können wir uns auch in dem letzten Bull Run anschauen. Hier seht ihr auch, hatten wir ein erstes sehr starkes Peak. Und dann seht ihr hier, hatten wir den Juni, Juli, August, September und dann hier erst in dem Oktober nochmal die Aufwärtsphase. Das heißt, wir hatten hier über den Sommer bis in den Herbst hinein auch eine sehr lange Seitwärtsphase, bevor wir dann hier das finale Peak hatten. Und ich denke, dass sich das hier so ähnlich wiederholen wird. Ich rechne auch noch damit, dass wir hier noch einige Wochen eine Seitwärtsphase sehen werden. Wie gesagt, das Worst-Case-Szenario sind hier die 1600 Dollar. Und ich denke, dass wir dann einfach nach dem Sommer in den Herbst hinein, dann bis Ende des Jahres hier, den zweite Peak hier einleiten werden und dann das Peak Anfang 2022 erreichen. Und mein Target sind ja immer noch 10.000 Dollar. Ich denke, dass wir diesen Bullrun Ethereum im fünfstelligen Bereich sehen werden. Schauen wir uns den aktuellen Ethereum und Bitcoin Chart an. Hier seht ihr aktuell, wurden wir in dem unteren Rand unserer blauen Box bei 0,069 abgelehnt, sind hier aktuell nochmal runterkorrigiert um circa 8%, befinden uns momentan bei 0,063 und insgesamt seht ihr auch, war das jetzt hier nochmal auch nur ein tieferes Hoch. Und ich habe auch in dem letzten Video gesagt, dass ich noch nicht denke, dass hier der Ethereum Bitcoin Chart bereit ist, um auszubrechen, denn allgemein, solange Bitcoin unter seiner 21er EMA Weekly ist, so lange tun sich einfach die meisten Altcoins schwer, da dann einfach Bitcoin in einem Abwärtstrend ist und wenn kein Vertrauen im Bitcoin da ist, ist allgemein auch kein Vertrauen in den Markt da und dann wird einfach weniger in spekulative Altcoins investiert. Deswegen tun sich allgemein die Altcoins eben schwerer, solange Bitcoin in einem Abwärtstrend ist und deswegen bin ich auch hier noch nicht der Meinung, dass Ethereum bereit ist, Bitcoin nochmal auszuperformen. Zudem achten wir hier noch auf unseren stochastischen RSI. Hier hatten wir auch noch keinen bullischen Kurs und ihr seht auch hier auf dem RSI sind wir immer noch in einer Abwärtsbewegung. Ihr seht, also hier machen wir lokal tiefere Hochs, aber ihr seht auch, übergeordnet sind wir hier noch in einem Aufwärtstrend, da wir übergeordnet hier entlang dieser roten Trendlinie noch höhere Tiefs formen. Das heißt also, ich warte, bis wir hier unten das RSI antesten, nochmal ein höheres Tief formen und bis wir auf dem stochastischen RSI einen bullischen Kurs haben, hier auf dem Wochenchart. Und dann ist das hier erst für mich die Bestätigung, dass wir hier nochmal bullisches Momentum aufbauen. Und jetzt dann werde ich hier auf dem Wochenchart nochmal long gehen für Ethereum, Bitcoin, also sprich auf der Exchange von Bybit meine Bitcoin nochmal in Ethereum umtauschen. Und wenn wir dann mit Ethereum Bitcoin ausperformt haben, nochmal meine Ethereum mit Profit zurücktauschen in Bitcoin. Allerdings, wenn wir jetzt hier noch den Tageschart anschauen, haben wir hier momentan eine sehr interessante Entwicklung. Ihr wisst ja, ich habe hier eher diese Triangle-Form beobachtet und hier kann man aber auch noch ein zweites Pattern erkennen, und zwar wenn man hier noch eine Trendlinie zieht, parallel zu der oberen Trendlinie, seht ihr, haben wir hier eine Bullenflagge. Das heißt also, hier werde ich beide Pattern beobachten. Was sehr interessant ist bei der Bullenflagge, die passt hier ziemlich genau zu meinem Preistages. Und zwar seht ihr, wenn wir hier weiterhin die obere und die untere Trendlinie hier so Ping-Pong-artig antesten, könnten wir hier noch runterfallen bis auf ca. 0,05. Das heißt also hier ungefähr der untere Rand dieser blauen Box, was ja auch meine Zielzone ist, was ich in dem letzten Video gesagt habe, dass ich ab 0,05 hier ungefähr nochmal in Ethereum einsteigen werde. Und was eben auch sehr interessant ist, ihr wisst ja, das Target einer Bullflag ist ja die Stange in die Flagge nochmal aus der Stange raus. Und wenn wir das uns jetzt anschauen, seht ihr, können wir hier einmal die Stange ziehen, hier kommt ja dann die Flagge und wenn wir dann die Stange hier kopieren und dann hier auf das potenzielle Breakout-Target stellen und hier etwas hochscrollen, seht ihr, dass hier das Target bei 0,11 Bitcoin liegt, also hier bei 0,1 im Gegenwert. Und das habe ich auch gesagt, ist mein nächstes Preisziel, wovon ich ausgehe, was wir diesen Bullrun noch erreichen werden, dass ich dann mindestens denke, dass Ethereum gegenüber Bitcoin, also ein Ethereum mindestens 0,1 Bitcoin wert sein wird. Und wenn ihr mal schaut, von der unteren Zone hier bei der 0,05, was ja unser Entry ist, bis hier oben dann zu dem Target, wäre das dann hier auch nochmal ungefähr eine gute 100% Bewegung. Und das ist also hier den Trade, auf den ich warte. Ich mische hier unten mal 0,5
einsteigen und versuche dann hier die nächste Aufwärtsbewegung mitzuholen bis 0,1, denn ich gehe klar davon aus, wenn Bitcoin noch einmal Aufwärtstrend ist, wird Ethereum weiterhin Bitcoin ausperformen. Und wenn wir hier mal etwas rausscrollen, nochmal zurück auf dem Wochenchart, da seht ihr auch ganz klar, wenn wir uns hier den Bullrun anschauen, jetzt ungefähr seit März 2020, da seht ihr ganz klar, dass hier Ethereum Bitcoin am Ausperformen ist. Wenn wir hier mal vom März bis aktuell hier verbinden, seht ihr, ist hier Ethereum gegenüber Bitcoin 213% angestiegen. Das heißt also, Ethereum hat Bitcoin in diesem Aufwärtstrend um 200% ausperformt. Und ich denke, dass solange wir in einem Bullrun sind, und ich gehe nach wie vor davon aus, dass wir in einem Bullrun sind, solange gehe ich auch noch davon aus, dass eben Ethereum dann in der nächsten Aufwärtsbewegung Bitcoin nochmal ausperformen wird. Und mein Target, wie gesagt, ist hier 0,1. Denn ihr seht auch, das ist hier das vorherige All-Time High. Und ich denke, dass wir dieses mindestens nochmal erreichen werden. Das heißt also, hier auf dem Ethereum-Bitcoin-Chart müssen wir meiner Meinung nach noch etwas geduldig sein. Sobald ich hier dann einsteige, sage ich das natürlich nochmal wie die vorherigen Male in einem Video. Kommen wir jetzt zu den Ethereum-News und On-Chain-Daten. Und hier haben wir sehr positive Entwicklung, denn wir sehen, dass hier die Bestände von Bitcoin und Ethereum auf den Exchange einen historischen Tiefpunkt erreicht haben. Wenn wir jetzt hier noch zuerst Bitcoin anschauen. Bitcoin ist ja die größte Kryptowährung, Bitcoin ist ja Marktleiter, also es ist meiner Meinung nach auch wichtig, Bitcoin zu beobachten, da eben Bitcoin auch massiv die Altcoins beeinflusst, das haben wir vorhin besprochen und hier sehen wir, dass die Bitcoin-Bestände auf den Börsen den tiefsten Punkt seit 2021, also seit unserem Bullrun erreicht haben. Und das können wir jetzt hier jetzt auch nochmal genauer in einer On-Chain-Grafik anschauen. Ihr seht hier einmal in grün dargestellt den Bitcoin-Preis, in rot hier dargestellt den Bitcoin-Bestand außerhalb der Börsen, also die beispielsweise auf privaten Wallets verwaltet werden bzw. gehottelt werden. Und ihr seht hier in orange noch den Supply der Bitcoin auf den Börsen. Und was hier extrem interessant ist, ihr seht in dem Moment, wo hier unser Bitcoin-Preis von $60.000 in diese Range zwischen $30.000 und $40.000 massiv abgefallen ist, also wir hier diese 50% Korrektur hatten, seht ihr, dass hier der Supply von Bitcoin außerhalb der Börsen dramatisch angestiegen ist und im selben Moment der Supply auf den Börsen extrem abgefallen ist. Das heißt also, in dem Moment sehen wir, dass also hier Hodler Bitcoin auf den Börsen nachkaufen, diese abziehen und dann auf ihren privaten Wallets halten. Und das kann ja auch nur den Grund haben, dass sie eben noch von steigenden Bitcoin-Preisen ausgehen und diese Zone hier zwischen $30.000 und $40.000 klar als Kaufzone identifizieren. Des Weiteren, wenn wir uns jetzt Ethereum anschauen, hier sehen wir eben auch, dass Ethereum hier auf den Börsen auch sehr stark abgefallen ist. Und hier hatten wir sogar, wenn wir das nochmal genauer hier anschauen, auf einer On-Chain-Grafik den stärksten Auszug seit April 2017, also von hier Ethereum auf den Börsen abgezogen wurde. Und ihr seht, das nochmal hier in dieser lilanen Grafik dargestellt. Hier hätten wir einen extrem starken Abfall nach unten, also hier eine negative Exchange-Bilanz. Also hier wurden dann auch Ethereum von den Börsen abgezogen. Das war wahrscheinlich hier auch der Zeitpunkt, wo die $1.2 Milliarden in Form von Ethereum auf Binance gekauft wurden. Das waren ja 600.000 Ethereum ungefähr. Und ich denke, das war hier der Zeitpunkt, dann, wo wir auch diesen extremen Abfall hier von dem Supply auf den Börsen hatten. Aber insgesamt sehen wir hier sowohl bei Bitcoin als auch bei Ethereum, dass wir vor allem während der Korrektur eben nochmal hier von den Börsen Bitcoin und Ethereum gekauft werden, um sie privat zu hodeln, also noch auf der Zukunft hier auf höhere Preise zu setzen. Des Weiteren, was auch extrem interessant ist, sehen wir, dass es jetzt hier extrem viele neue Ethereum-Adressen gibt innerhalb des Ethereum-Netzwerkes. Wir haben jetzt hier 5 Millionen neue Ethereum-Adressen in den letzten 30 Tagen gesehen. Also hier wurden in den letzten 30 Tagen wurden also hier 5 Millionen neue Adressen erstellt. Und das Interessante ist, auch bei Bitcoin sehen wir, dass wir hier ein neues All-Time-High erreicht haben, was hier die neuen Nutzer angeht. Wir können uns hier die Grafik nochmal anschauen. Da seht ihr, wir hatten jetzt hier auch während dieser Phase, wo wir 50% abgefallen sind, zwischen $30.000 und $40.000 konsolidieren, hier einen extrem starken Anstieg von neuen Identitäten im Netzwerk. Und das spricht hier ganz klar gegen einen Bärenmarkt. Denn ihr seht, als wir hier beispielsweise 2017 unser Plow of Top erreicht hatten, hatten wir dann hier 12 Monate einen Bärenmarkt, sind hier um ca. 85% abgefallen. Und ihr seht auch, während dieser Phase sind hier absolut keine neuen Identitäten in den Markt gekommen. Hier war wirklich auf einem absoluten Tiefpunkt. Und ihr seht, erst als dann hier nochmal der neue Bullrun begonnen hat, hoch vom März bis 2021 hier dann nochmal, wo wir von $4.000 auf $60.000 angestiegen sind. Hier sind die neuen Identitäten reingekommen. Aber während jetzt dieser Korrektur sehen wir eben hier ein neues All-Time-High an neuen Nutzern. Und das spricht ja eindeutig von der Entwicklung her
ganz klar gegen einen Bärentrend. Des Weiteren, wenn wir uns hier auch noch das Verhalten der Wale anschauen, wissen wir bei Ethereum, dass ja die Wale momentan Ethereum auf einem All-Time-High-Niveau halten, was hier das Supply angeht. Also die Ethereum-Ray-Wallets, die also mindestens 10.000 oder mehr Ethereum halten, halten hier momentan 70% des gesamten Supplies, sind also hier auf einem absoluten All-Time-High und sie haben eben auch hier die Korrektur benutzt, um eben ihre Bestände hier nochmal massiv aufzustocken. Das Gleiche haben wir jetzt ja hier auch vergangene Tage bei Bitcoin gesehen. Hier waren sie auch die Wallets, die 100 bis 10.000 Bitcoin halten. Die hatten insgesamt halten diese auch 9,1 Millionen Bitcoin und die haben hier auch nochmal während der Korrektur massiv an Supply aufgestockt. Und das spricht ja auch ganz klar dafür, dass sogar die Wale auch noch davon ausgehen, dass eben jetzt diese Phase hier nochmal geeignet ist, um nachzukaufen und dem dann auch noch auf höhere Preise setzen, sonst würden sie eben jetzt nicht nachkaufen. Und insgesamt ist das ja auch genau die Entwicklung, die wir in dem letzten Video besprochen haben. Hier haben wir auch gesehen, dass die Institutionen interessiert sind, hier nochmal Bitcoin und weitere Kryptowährungen langfristig nachzukaufen. Aber dies braucht aus regulatorischen Gründen einfach Zeit, bis sie in den Markt einsteigen können. Und deswegen gehe ich eben davon aus, dass diese Seitwärtsphase, die wir jetzt bei Ethereum und auch bei Bitcoin sehen, eine große Reakkumulierung ist, bevor wir das zweite Peak Ende des Jahres bis Anfang 2022 sehen und dann auch nochmal ein neues All-Time-High sowohl bei Bitcoin als auch bei Ethereum erreichen werden. Das war's schon wieder mit dem heutigen Video. Wenn dir dieses Video gefallen hat und ich dir in diesem Video einen Mehrwert bieten konnte, würde ich mich extrem freuen, wenn du mich jetzt kostenlos unterstützt und meinem Kanal ein kostenloses Abo dalässt und die Glocke aktivierst und auf alle stellst, sodass du immer eine Benachrichtigung erhältst, wenn ich auf meinem Kanal ein neues Video uploade. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit.